500 Euro. Und ich freue mich ganz besonders, dass Kim Jong-un da ist. Und noch mehr freue ich mich, dass es in Anführungszeichen nur der Doppelgänger ist. Begrüßen Sie bitte Howard X alias Kim Jong-un. Good evening. Ich freue mich sehr. Okay. Sie sind wirklich der Doppelgänger, ja? Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Wenn es der Richtige wäre, wären Sie schon tot. Das glaube ich auch. Ich bin ja froh, dass Sie machen ja gerne diese Geste, dass Ihr Kopf noch dran ist. Bei dieser Szene, die wir gerade gezeigt haben, sind Sie ja von, Achtung, nordkoreanischen Geheimdienstmitarbeitern erstmal abgeführt worden. Wo waren Sie da? Ich wusste, ich konnte damit davonkommen, denn ich habe das ja schon in Südkorea gemacht und dort respektiert man die Menschenrechte und die Demokratie. Aber die Nordkoreaner waren sehr grob und die haben mich tatsächlich physisch angegriffen. Aber ich habe dann ein paar Fußtritte abbekommen, aber das war es wert, denn das war dann weltweit zu sehen und ich hatte viele Buchungen hinterher und das war es wirklich wert. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die Frage in netter Form stellen soll. Ich finde, wenn man Kim Jong-un, das Original sieht, wird er ja immer dicker. Jedes Jahr. Wie schaffen Sie das, da mitzuhalten? Wow. Nun, die meisten Schauspieler müssen einen Trainer haben, müssen ins Kraftstudio. Ich mache das Gegenteil und ich gehe mindestens einmal die Woche ganz großzügig ans Buffet. Howard X aus Hongkong, eigentlich aus Australien stammend. Vielen Dank. Darf ich Sie zur Limousine bringen? Eine große Ehre. Machen Sie es gut, kommen Sie gut heim. Wir sind immer noch bei den Auftritten des Jahres und da darf einer nicht fehlen.